Blomberg TV. Seit Beginn dieser Saison hütet Anna Monz das Tor des Frauenhandball-Bundesligisten HSG Blomberg-Lippe. Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den HC Leipzig gewährt die 23-Jährige einige persönliche und sportliche Einblicke. Ja, Handball spiele ich im Prinzip schon seit ich klein bin. Meine Eltern spielen beide Handball oder haben beide Handball gespielt. Mein Bruder spielt Handball. Ich hatte quasi keine Wahl. Es wurde einfach in die Wiege gelegt, es wurde vorausgesetzt und ja, da blieb es dann auch dabei. Bei einem Termin im Hotel Deutsches Haus stellte Anna Monz unter Anleitung von Chef André Rogowski ihre Kochkünste unter Beweis. Die 23-Jährige zauberte ein schmackhaftes Pastagericht. André Rogowski freut sich über die gute Zusammenarbeit mit den Bundesliga-Handballerinnen aus der Nelkenstadt. Die Partnerschaft mit der HSG Blomberg, das heißt, wir unterstützen die HSG. Und die HSG ist natürlich eine Bereicherung hier für Blomberg, für die Stadt Blomberg. Die zieht auch viele Leute an, die hierher kommen, die Spiele sich anzuschauen. Wir haben natürlich auch was von dieser Partnerschaft. Das heißt, alle gegnerischen Mannschaften übernachten hier zum Teil. Das heißt, die Eltern der Schülerinnen aus dem Internat übernachten hier, die Schiedsrichter. Die Essen finden hier statt. Von daher ist es eine schöne Kooperation, von denen beide was haben. Vor ihrem Engagement in Blomberg spielte Monz 6 Jahre in Trier. Ursprünglich stammt sie aus Bayern. In Blomberg fühlt sie sich aber sehr wohl. Ich bin sehr zufrieden hier. Ich denke, der Schritt war absolut richtig. Hier ist eine sportliche Perspektive, wird mir hier geboten, die woanders wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Also ich habe in den letzten Jahren sehr schwierige Situationen erlebt, was Mannschaftsgefüge angeht. Und ich finde, wir haben hier eine sehr homogene, sehr junge Mannschaft. Das drückt sich natürlich auch dann miteinander aus, dass wir so jung sind, dass wir alle sehr gut miteinander klarkommen. Ich denke, jeder weiß, was der andere für Stärken hat. Mittlerweile kennt man auch so die Macken der einen oder anderen und deswegen, das passt schon alles, das ist eigentlich eine super Mannschaft. Rettungstaten und Glanzparaden hat sich Anna Monz nicht nur auf dem Spielfeld auf die Fahne geschrieben. Neben meinem Handball mache ich noch eine Ausbildung zur Rettungsassistentin beim DRK Lippe. Ich bin da hauptsächlich in Lemgo und in Bahntrup-Alverdissen stationiert und versuche da ein, zwei oder ein paar Leben zu retten.